Nach Tönnies Rede dauerte es eine Weile vom Wohlwollen beim Paderborner Handwerkertag für den Unternehmer bis zur landesweiten Empörung über den Schalker Aufsichtsratschef. Es dauerte 5 Tage, bis der 5-köpfige Ehrenrat des FC Schalke, in dem 2 Mitglieder die Befähigung zum Richteramt haben, Tönnies mit der Feststellung wegfahren ließ, dass der erhobene Vorwurf des Rassismus unbegründet sei. Mich hat überrascht, dass dort der Aussage von Herrn Tönnies, dass da gesagt wurde, dass es kein Rassismus ist. Es scheint allgemeine Auffassung zu sein, dass es natürlich eine rassistische Aussage gewesen ist. Und ich kann Menschen verstehen, die darauf verweisen, was Clemens Tönnies für den Verein Schalke 04 getan hat. Das Einzige, was ich nicht verstehen kann, sind Menschen, die behaupten, dass die Aussagen von Clemens Tönnies nicht rassistisch waren. Für die Schalker Fan-Initiative muss die ganze Angelegenheit besonders schwer zu ertragen sein. Wurde sie doch 1992 als Schalker gegen Rassismus gegründet. Auf einmal steht der Slogan in Frage, ohne angemessene Entschuldigung. Ganz viele auch Fans sagen im Diskurs, er hat sich doch entschuldigt. Er hat sich aber nicht einmal bei den verfügbaren Menschen, die afrikanische Wurzeln haben, entschuldigt. Und das ist ein Riesenunterschied. Bei mir muss sich doch keiner entschuldigen. Dass Tönnies dem Verein geschadet haben könnte, ließ der Schalker Vorstand am Donnerstag auch durchblicken. Ohne die Aussage selbst als rassistisch einzustufen. Man sei sich des Schadens bewusst, den der Verein erlitten habe, wolle intensiver deutlich machen, dass der Verein für die Werte einer multikulturellen Gesellschaft stehe und lasse bei aller Aufgeregtheit der letzten Tage den Ruf des Vereins nicht auf eine diskriminierende Aussage reduzieren. Am Freitag teilte der Ehrenrat noch mit, die Suspendierung von bis zu 3 Monaten sei die zweithöchste mögliche Sanktion, die man Tönnies habe eröffnen können. Warum nicht von der höchstmöglichen Gebrauch gemacht wurde, blieb offen. Und Kakao ist bei uns der Integrationsbeauftragte des Deutschen Fußballbundes. Kakao, die Beurteilung des Schalker Ehrenrats, über die kann man sich schon wundern, oder? Also Diskriminierung ja, aber kein Rassismus. Was ist dann Rassismus? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Man hätte auch viel Zeit gebraucht, um das dann auch zu erläutern. Man kann schon von einer rassistischen Aussage sagen. Ich denke, im Nachhinein weiß er, glaube ich, selber und viele, dass es ganz schlimm war, was er gesagt hat, ob wir jetzt von Diskriminierung oder Rassismus reden. Das war ganz schlimm. Das macht man nicht, vor allem jemand, der so viel Erfahrung hat und so eine Position, so eine Verantwortung hat, eine Vorbildfunktion hat. Das darf ja nicht passieren. Als er diese Worte gesprochen hat, gerne. Als er diese Worte gesprochen hatte, danach gab es Applaus. Ist das Problem Rassismus dann doch in Deutschland größer als vermutet? Ich habe das auch angehört. Ich glaube, für viele, man hat ja auch gehört, dass es sehr verhalten war. Man wusste ja nicht, was macht man jetzt. Viele waren auch in der Situation, was sehr unangenehm. Deswegen glaube ich nicht, dass man die Aussage so in dem Moment applaudiert hat. Ich glaube, wer dann 10 Sekunden oder eine Minute später danach gedacht hat, hat gedacht, ja, was hat er denn da von sich gegeben? Deswegen glaube ich nicht, dass man dadurch Rassismus toleriert in allgemeinen Deutschland. Aber trotzdem, was geht da für ein Zeichen aus, für ein Signal aus, auch an die Fans, an alle Zuschauer, an alle, die hier sitzen, wenn der Schalke-Boss sowas sagt? Gibt es dann Nachahmer? Wie würden Sie das Signal interpretieren? Ja, ich denke, das ärgert mich am meisten. Er ist in seiner Position, hat, wie gesagt, diese Vorbildfunktion und gibt das Gefühl auch für viele, dass das normal ist, dass man sich äußert, dass man sich gegenüber anderen Menschen, also sie einfach herabsetzen. Und das darf nicht passieren. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, als ich nach Deutschland gekommen bin, dass die Leute mich wirklich gut empfangen haben, dass ich gute Erfahrungen gemacht habe. Deswegen möchte ich mich dafür einsetzen, dass das auch so bleibt. Und dann darf nicht an einer Spaltung dann teilnehmen, die in unserer Gesellschaft gerade passiert oder auf dem Weg dahin ist. Kleiner Hinweis nach dem Applaus für Kakao. Sie können natürlich auch mitdiskutieren unter dem Hashtag Sportstudio zu diesem Thema.
Die Reaktion von Clemens Tönnies war eine Entschuldigung. Und dann hat er selbst gesagt, ich lasse jetzt 3 Monate lang mein Amt ruhen. Reicht das? Ja, nach außen hin kriegt man das Gefühl, dass er sich selbst aussuchen konnte. Erendert hat ein Statement abgegeben, dass das nicht so war, dass man schon kontrovers diskutiert hat. Ich denke, es war ein Riesenfehler und sowas darf ja nicht passieren. Auf der anderen Seite bin ich ein Mensch, der auch, weil ich Christ bin, an Menschen glaube, dass man auch eine zweite Chance verdient. Und in dem Fall muss er seine Worte, seine Entschuldigung, muss er in Tat umsetzen, damit man sieht, dass er kein Rassist ist, dass er diese Aussage wirklich bedauert. Ich denke auch an das Wort von Asamoah, der gesagt hat, er ist vorher nicht aufgefallen als Rassist oder so. Deswegen, auch wenn es schlimm war, das muss man festhalten. Trotzdem finde ich persönlich, dass man eine zweite Chance geben muss, dass er sich dann anders auch zeigt. Und wenn man sieht, das weiß man nicht, ob das die endgültige Entscheidung ist, dann kann man überlegen, welche Konsequenzen sonst geben kann. Also Sie würden ihm keinen Rücktritt nahelegen? Ich finde, diese 3 Monate, wenn es Erdenart sagt, okay, jetzt musst du jetzt 3 Monate abwarten oder aussetzen, dann denke ich schon, dass es angemessen ist und er wird sich dann in sich auch kehren und überlegen, was er gesagt hat und wird hoffentlich in Tat umsetzen, dass er das auf jeden Fall bereut. Das wäre eigentlich ein guter Schluss. Mich würde noch interessieren, warum hört man so wenige Entscheider aus dem Fußball, die sich jetzt mit dieser Thematik öffentlich beschäftigen und vielleicht auch verurteilen, was er gesagt hat? Das ist auch eine gute Angst? Frage. Das ist eine gute. Ich weiß es nicht. Das sind ja nur Vermutungen. Ne? Ich finde, ich persönlich in meiner Position denke ich, ist richtig, dann auch nach außen aufzutreten, um was zu sagen. Dafür werden Sie ja auch angegriffen mit uns. Ja, auch. Aber das nehme ich in Kauf, das gehört auch mit dazu. Ich finde, vielleicht aus Solidarität, man will denn nicht nach außen hin noch mehr Druck machen. Ich denke aber schon, dass es intern oder persönlich, dass man ihnen das schon sagt, dass sowas nicht toleriert werden darf im deutschen Fußball. Sagt Kakao, Ex-Nationalspieler für Deutschland und Integrationsbeauftragter des DFB.